Servus Leute, herzlich willkommen auf unserem Kanal von Team Magic Underground. Wir haben eben im Wald so ein eingestürztes Haus gesehen. Sieht uns stark nach einem Bauernhof aus. Ich würde mal sagen, schauen wir uns das mal zusammen an. Bianca ist natürlich auch dabei. Sind auch frische Fußspuren. Das kann schon das sein vom Heißen, oder von den anderen Hütten. Ach, jetzt laufen wir einmal außen rum, um uns ein Bild zu machen und zu gucken, ob das wirklich momentan leer ist. Sieht zumindest so aus, weil von dem Haus sind wir viel da. Wir sind selber gespannt, es sollen ein paar alte Traktoren da drin stehen. Schauen wir mal, was wir finden. Also hier haben wir so einen alten Fiat Bulldog. Ein schönes altes Motorrad. Also hier haben wir noch so ein schönes altes Motorrad. Das ist echt geil. Und auch ein alter Fendt. Ist ja genial. Hat sogar ein Mähwerk dran. Ganz altes. Und ein Hubschrauber, wenn jemand mal in Urlaub fliegen will. Muss natürlich auch dabei sein. Und dass das Tor zu bleibt, eine wunderschöne Kette am Bulldog. Mal. Und da drüben sieht man jetzt noch die Reste vom Bauernhaus. Ein Schuppen. Das war wohl Garten. Ist schon interessant hier. Scheint wohl einer eine Badewanne gebaut zu haben. Ja. Eine Baggerschaufel. Ja, hier haben wir natürlich die eingestürzte Fassade, das Haus. Also da hinten, ich weiß nicht, ob man es erkennt, ich will jetzt halt weiter vorgehen, da steht ein Fahrrad, mehrere Leute. Können auch die Fußballer von vorhin gewesen sein. Dann haben wir hier noch verschiedene Hänger. Ja, wir gucken jetzt mal außen rum ums Gebäude. Vielleicht können wir durch ein Fenster einen Blick ins Innere erreichen. Yeah.
vorhin der Förster, jetzt die Radfahrer. Also heute hat sich das gucken wir mal in die Scheune rein. Ja. Da noch so alte Gerätschaften drin stehen. Da hinten. Da oben haben wir noch frisches Heu im Flug. Und das war's wohl. Geräte. Sie ist nicht so klein. Mal gucken, ob die jetzt vorne weg sind. Fenster, wo wir durchgucken können. Ja, das muss mal ein wunderschöner Hof gewesen sein. Schön idyllisch und grün. Wie man es sehen kann. Also, noch ein Bulldog. Frontlader, IHC oder was?
Kaputte Schubkarre. Ja, den Geist ist schon aufgegeben, da liegt's gerade. Ganz altes Mähwerk. Baustromzähler. Ein kleines Bulldog. Noch so eine Art. Ein Bulldog. Kompressor, Hänger. Aber das war's dann auch schon. Kleine selbstgebaute Hochschlepper. Ist ja auch mal geil. Gucken wir nochmal rein. Ja, da ist ziemlich viel Chaos drin. Da steht auch wieder so eine Apfelmühle, Hochdruckreiniger, Apfelpresse und es war auch mal ein Stall. Stehen hier so ausgeschlachtete Motorräder. Also das war jetzt ein recht kleiner LP, aber ich fand es trotzdem interessant, so ein altes Gemäuer mal von innen zu sehen und auch mit den Fahrzeugen da drin. Also das war jetzt schon mal interessant. Da sehe ich gerade noch vor unseren Augen, das war mal ein Heuwagen mit Abschiebevorrichtung. Er ist jetzt auch mehr oder weniger eingewachsen, ist mal wieder ein schönes Bild, dass die Natur echt alles wieder zurückholt. Ne? Also Leute, wir verabschieden uns von euch, bedanken uns dafür, dass ihr uns zuguckt. Vergesst nicht, ein Like da zu lassen und uns zu abonnieren. Wir fanden es jetzt spannend und interessant. Machen wir was anderes, ja. Wir hatten dann noch ein bisschen Begegnung mit dem Förster, einer Wanderin, Fahrradfahrern und so ein paar Kids, die da hinten Fußball spielen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Hebt die Haare. Ciao, ciao.